haderte ein wenig mit seinem Stehendanschlag in den letzten Tagen. Nicht, dass er schlecht geschossen hätte, aber das hat ihn beschäftigt. Er ist ja grundsätzlich ein sehr guter Schütze und kommt sehr viel über die guten Schießergebnisse auch. Ja, und sehr erfreulich bei all den Stürzen, die wir gesehen haben in den vergangenen Tagen. Bislang läuft hier alles sehr, sehr gut, sodass die Jury, der Renndirektor jetzt schon entschieden haben, also auch die Frauen nachher auf dieser Strecke laufen werden. Natürlich etwas verkürzt, da ist die Runde ja nur 2 Kilometer lang in der Staffel. Aber man hatte ja überlegt, ob man nochmal nachjustiert, sollte es weiter zu Problemen kommen, auch in der Herrenstaffel. Ja, Stürze können ja vorkommen, kommen in fast jedem Rennen vor. Aber wenn man stürzt, dann darf man nicht in Gefahr geraten. Das ist eigentlich das Thema. Stürze gibt es immer wieder. Das sehen wir in Oberhof, das sehen wir in Ruppolding, das sehen wir überall. Also Daniel Mesotic, Jakob Fack, Henrik Labelund, das sind die ersten drei. Dahinter Karl-Johan Bergmann für Schweden und wir warten natürlich auf Andreas Birnbacher, der ist jetzt da schon auf der Matte. Oh, Fack, schon 3 Fehler. Mesotic, jetzt schafft er es, das Null-Ergebnis. Nicht ganz. Na, das hoffen wir jetzt aber bei Andreas Birnbacher. Slowakei ist weg. Ja, tut sich jetzt schwer, Daniel Mesotic. Der Slowene muss in die Strafrunde, Jakob Fack. Also die fallen vorne raus. Auch Labelund mit Problemen. Komm, Andreas, das ist die Chance. Ja, Andreas Birnbacher packt's. Egal wie. Kein Nachlader für Andreas Birnbacher. Doch. Einen hat er, der hat die Scheibe gar nicht getroffen. Das wollte ich sagen. Der wurde gar nicht angezeigt. Ja eben, der hat die ganze Scheibe, das Weiße, gar nicht getroffen. So. Der ist immer ausgekommen. Okay, also dennoch die deutsche Mannschaft wieder gut im Geschäft. 6. Platz. Andreas Birnbacher. Oh, die Franzosen auch mit Strafrunde. Weißrussen kämpfen. Und der Russe jetzt hat das besser gemacht im stehenden Anschlag. Darf gleich zurück auf die Runde. Also die Slowakei führt hier vor Schweden. Und der Ukraine Daniel Mesotic von 1 auf 4. Tim Burke für die USA. Dann auf dem 5. Rang und Andreas Birnbacher hat die deutsche Staffel wieder nach vorne gebracht auf den 6. Rang. Das sind 22,5 Sekunden auf die erste Position. So, und jetzt das Schießen. Das war, glaube ich, der 4. Schuss, der jetzt gar nicht auf die Scheibe geht. Ja. Oder? Der 5. Schuss. Nein, er hat auf die 4. Scheibe nochmal geschossen. Aber ein Schuss war eben nicht auf der Scheibe, egal wie. Ja. Deswegen konnte sich gar nicht angezeigt werden. Ja, und so verhalten, positiv, die Geste von Fritz Fischer, geht noch was nach vorne. Jetzt sind sie auf dieser ersten Tafel. Überraschend, dass die Slowakei hier führt. Dann vor Schweden, der Ukraine, Österreich auf dem 4. Rang. Deutschland auf 6, Norwegen auf 10. Und wir können mal hören, wir haben eine erste Stimme. Bitte, Nils. Ja, Erik Lesser ist da. Erik, mir ist spontan das Wort Ladehemmung in den Sinn gekommen, aber das trifft es nicht ganz. Sie können sich ja besser erklären, was ich dazu getragen habe. Also erstmal muss ich mich selber fragen, warum die 3 Fehler passiert sind. Bei dem einen Nachlader blieb die leere Hülse im Schloss hängen und ich habe es mit dem Finger nicht rausgekriegt. Und dann drücke ich da mit meinen Wurstfingern drin rum und drücke das Ding ins Magazin rein. Also hatte ich so wie so einen leeren Schuss drin. Also dieses Jahr in der Staffel habe ich alles durch. Schneekorn im Diopter, Mist im Magazin, also brauchen wir nicht drüber diskutieren, das war einfach unterste Schublade. Ist ein bisschen gemein, den Finger immer wieder in dieselbe Wunde zu legen, aber kostet das eigentlich was, wenn man in der Staffel, wo man ja nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, die ersten 2 Ligen verballert? Nee, das kostet zum Glück nichts, das kostet nur eine Schelte nachher vom Markt. Und natürlich auch meine eigene Schelte, weil läuferisch habe ich mich ganz gut bewegt, auch bin alleine hinten gelaufen in der 2., 3. Runde und war genauso schnell, vielleicht ein Stückchen schneller als die vorne in der Gruppe. Und da kann ich mir nur selber die Schelte geben. Aber wir haben auch gelernt, es ist noch nichts verloren. Man darf nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Vielen Dank. Und wie vorhin angemerkt, auch jetzt wieder schonungslos gegen sich selbst. Erik Lesser, man kann es immer wieder nur betonen. Es gab einen Führungswechsel in der Zeit. Andrei Deresemlia für die Ukraine ist nach vorne gegangen in Führung. Und Andreas Birnbacher hat weitere Sekunden gut gemacht.
unterhalb der 20-Sekunden-Grenze jetzt auf dem Weg nach vorne und er auf dem Weg zum Wechsel. Arndt Peiffer an Position 3 gesetzt. Für den gilt gleich die gleiche Aufgabe wie für Andreas Birnbacher. Weiter die Mannschaft mit hier halten im Geschehen um die Podestplätze. Tim Berg toll in Form hier in Sochi. Der Freund von Andrea Henkel. So, und die Schweden sind jetzt vorbei. Wir haben es nach oben gesehen an der Kuppe. An der Ukraine, an der Isemlia. Ja, ist genau beobachtet hier. Ja, schade, dass sie auf Björn Ferry heute verzichten müssen, die Schweden. Und auf Fredrik Lindström, der ja im Weltcup insgesamt der beste Schwede ist in der Platzierung. Ted Almgren werden wir dort jetzt sehen, den 24-Jährigen aus Östersund. Oh, wieder schwere Stürze. Da ein Stock kaputt bei der Ukraine auf alle Fälle. Ja, man sieht es deutlich. Ja. Karl-Johan Bergmann, oder ja. Wer ist das? Ja, ja, ja. Die sind richtig fertig. Also Schweden und Österreich, die wechseln hier zeitgleich. Die Ukraine an der dritten Position. Und hier hat ah, ja, der Karl-Johan. Das ist ein Sturzpilot, den sie dieses Jahr schon zum vierten Mal fliegen. Ja, den hat sie auch wirklich hier im Einzel erwischt. In der Abfahrt ist er auf dem Bauch gelandet. Da schauen wir mal weiter hin hier auf dritter Position, also die Ukraine. Deutschland wechselt auf sechster Position. Jetzt sind es noch 14,8 Sekunden, die Arndt Peiffer von der Spitze trennen. Norwegen wieder zurück auf 9 gefallen. Russland auf dem 10. Platz. Da haben wir die beiden Vertreter. Und Andreas Birnbacher hat seine Sache gut gemacht. Irgendwas ist hier, irgendwas fordert er da. Also er ist auf alle Fälle unterwegs. Ja, ja. Arndt Peiffer ist losmarschiert. Ja, jetzt nimmt er wieder Kontakt zur Spitze. Hat fast, da sieht man diesen Sturz nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob Andreas Birnbacher da andeutet, dass hier ein Arzt gebraucht wird. Karl-Johan Bergmann hat sich da an den Fuß gefasst. Ja, und der Semmler, ich weiß nicht, der hat irgendwie was an der Stirn. Ja, aber er ist zu schnell, der Bergmann, ja. Dann weiß er nicht wohin und dann legt er sich genau davor. Haben die Ukrainer Glück, dass der dritte Vertreter, der dritte Athlet, Artem Prima, da noch weiterkommt. Ja, da hilft der eine dem anderen hoch. Wird sicher gleich ein Schulterklopfen. Oder, ja, Entschuldigung. Sind schon hart, die Jungs. Rauschen hier voll ins Feld hinein, ins Wartende. Das ist also der Stand nach dem zweiten Wechsel. Schweden vor Österreich und der Ukraine. Die USA auf dem vierten Rang. Das deutsche Team auf Position 6 in lauer Stellung. Bin sehr gespannt, was Arndt Peiffer gelingt. Bislang hier in Sochi noch nicht allzu viel. Im 35. und 46. Rang. Österreich wieder vorne. Ja, mit Tobias Eberhard. Unter 1,90 lang. Nicht zu übersehen. Slowakei an 3 jetzt durch diesen Sturz. Natürlich ein wenig Platzierungsverschiebungen. Ukraine hat den Stock wieder und es regnet natürlich und regnet. Letzten Tage hat es noch geschneit. Unten an der Talstation waren es 10 Grad gestern und auch heute Morgen richtig milde Temperaturen. Das mag Arndt Peiffer ja eigentlich gar nicht so gerne. So, und er schleicht sich von dannen. Und Peiffer hat überholt von der Platzierung, hat hier schon ein paar Plätze gut gemacht, hat sich nicht nur hinten angehängt, sondern gleich Initiative und auf Rang 4. Ja, super. Also geht weiter nach vorne. Da hängt es dann gleich natürlich auch davon ab. Jetzt kann er sich hier mitziehen lassen, wie es ihm dann im Schießen gelingt. In einem für ihn schwierigen Jahr, wie er immer wieder selbst betont hat, läuferisch das Schlechteste in den zurückliegenden 4 Jahren. Aber geschossen hat er hier richtig gut. Naja, ob das schon die Schelte ist, das glaube ich nicht. Da wird analysiert. Da erklärt Erik Lesser genau, was passiert ist. Er hat schon versucht, mit
den Verschluss, die Hülse rauszurepetieren, ein zweites Mal. Ich habe es dann in der Zeitlupe gesehen und ja, die Krallen, die diese Hülse rausziehen, haben wohl nicht richtig gearbeitet. Und dann musst du die Finger zu Hilfe nehmen und dann kann so etwas schon passieren. So, ganz vorne haben Sie den Läufer gesehen, der gleich als erstes überrundet wird. Ted Amrin also für Schweden da vorne mit dabei. Für die Slowakei ist es Miroslav Matiasko. Mit der Nummer 9, gelben Anzug, Handpfeifer. Schweden geht vorbei jetzt, ja, nimmt die Führung, Amgren. Russell Currier für die USA. Auch bislang ein sehr starkes Rennen der Amerikaner. Für die Ukraine Artem Prima, der ja im Einzel so schwer gestürzt war, sich das Gewehr gebrochen hatte, wird hier mit einem anderen Gewehr, Ersatzgewehr unterwegs sein. Oder er hat einen guten Leim. Kann auch sein, dass man es am Griffstück mal zusammenleimt. Einen guten Sekundenkleber. Ja, ja. Also vorne ist nicht die Spitze, die vorne ist der Gelbe jetzt. Das ist die Slowakei, das ist Matiasko. Dann Arngren, dann Eberhard, dann Arnpfeifer. Ah, das ist sicher nicht das Schlechteste, sich da zu halten. Ist vorne mit in der Gruppe drin. Bisschen Windschatten nutzen. Jetzt hat er sich ein bisschen rausgestohlen. Will er noch vorbei da am Österreicher? Er hat lange in der Hocke bleiben können. Ja. Er wollte nicht vorbei, hat lange gewartet. Material scheint sehr gut zu sein. Tja, dieser Fan muss auf seinen Hero verzichten heute, auf Uleiner Bjørndalen. Der ist schon beim Kofferpacken für Hanti Mansisk. Und jetzt geht's hier hinein. Und wichtig wird es wirklich sein, für Pfeiffer jetzt gut durchzukommen, hier in dieser Spitzengruppe drin zu bleiben. Haben sich ja super vorgearbeitet. Ja. Gestern liegend kein Problem bei Anpfeifer. Sehr schnelle Angangszeit. Ja. Gut geschossen, das Liegendschießen. Stehen dann zwei Fehler, letzte Runde eingebrochen. Ja, insgesamt in beiden Rennen 15 Schuss abgegeben, liegend alles getroffen. Anpfeifer. So soll es auch heute sein. Gut. Ah, Slowakei ohne Nachlade, aber auch Arnpfeifer. Also geht weiter nach vorne. Österreich und Schweden arbeiten sich hier noch an den Scheiben ab. Zwei Nachlader für Schweden, auch die USA, auch die Ukraine. Die beiden sind jetzt erstmal vorne weg. Alle laden nach, bis auf Norwegen und Italien. Und Italien, genau. Jetzt auch Österreich und Schweden. Auch die Ukraine, die USA, jetzt folgen sie ihnen alle. Das wird eine größere Gruppe werden. So, zwischen Arnpfeifer und Ted Amgren in Schweden sind 17 Sekunden. Also haben sie sich mal etwas Luft verschafft da vorne, die zwei, durch diese gute Schießeinlage. Das ist natürlich jetzt ganz gut. Jetzt muss man nicht volles Tempo gehen. Arnpfeifer kann sich vielleicht jetzt hinter dem Slowaken ein wenig, ja nicht ausruhen, aber so laufen, dass es nicht überzieht, um dann stehend zu treffen. Wichtig ist dann auch die letzte Runde. Die ging gestern gar nicht. Da verlor er eine Minute. Jetzt